Da wären wir wieder. Ich trinke noch mal einen Schluck. Ich bin diesmal unten in der Ecke und ja. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir wissen auf jeden Fall den Clown nicht angucken, nicht bewegen. Emily angucken. Solange bis sie wegspawnt und die Nacht überleben. Vermute ich mal, dass es so ist. Ich habe hier irgendwie. Und wir haben es 1 Uhr. Yay! Heute schaffst du, Sascha. Ja! So, wie war das nochmal? Wie war nochmal Rennen? Oh Gott. Wie waren die Tasten? Ich habe die Tasten vergessen. Oh Gott. So, jetzt geht's los. Ich mach schon mal überall Licht an, wo es geht. Hey, wo? Uah. Es ist immer so still, das ist so ätzend. Ich hoffe, sie. Oh Gott, ich kann da gar nicht hingucken. Geh weg, hab ich dir gesagt, du bist so hässlich. Puff. Kann ich hier Lichter machen? Oh Gott. Oh. Alter. Was war das? Nee. Normalerweise brauche ich ja nur stehen bleiben. Alter, oh Gott. Oh, wo? Boah, wenn jetzt der Clown wieder irgendwo spawnt, ist es so ätzend. Also wir müssen auf jeden Fall die Nacht überleben. Vermute ich mal, dass das Ziel des Spiels ist. Ich hoffe, Alter, ich habe so Schiss, ne? Das ist irgendwie die. Das ist immer so laut. Das ist ewig so laut immer. Geh weg! Geh weg mit der. Wo? Und dann macht die noch Licht aus. Das ist so mies. Sogar die Taschenlampe geht dann aus. Da ist. Was soll ich denn machen? Das ist unfair, Alter. Das ist so unfair. Das ist so unfair, ganz ehrlich. Wie soll ich denn bitte. Alter, komm, ganz ehrlich, das ist mega unfair. Das ist. Oh, guck mal, mein Kopf dreht sich. Ui. Das ist mega unfair. Vor allem, wenn der Clown noch dahinter spawnt. Weil ich soll den ja nicht angucken. Das war jetzt voll mies. Alter, ich. Boah, boah. Modbrain 87 GT, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr. Die Let's Play Live Show. Und willkommen zum lautesten Spiel ever. Und zwar zu Emily Wants to Play. Ja, ich play auch gerade. Ich play gerade mit meiner Unterhose. So. Bzz, bzz. Ja. Alter. Ja, ist gut. Alter, diese Sounds, ne? Oh Gott. Wo ist sie? Das Schlimme ist, weil das Spiel so leise ist und dann so plötzlich das kommt, ist das so mies. Und vor allem, da kommt ja noch eine Puppe dazu nachher. Ich weiß gar nicht, was wir bei der anderen Puppe machen sollen, ganz ehrlich. Ich will nur Licht anmachen. Darf ich? Oh, Gott sei Dank. Wie funktioniert das Spiel? Es gibt drei Puppen. Es gibt drei Puppen im Haus. Ein Clown.
Einmal Emily. Emily ist die mit dem schwarzen Kleid. Die musst du angucken, wenn sie lacht. Dann spawnt die irgendwo. Und, den Clown, den darfst du nicht angucken und dich auch nicht bewegen. Aber die dritte Puppe weiß ich selber nicht, was passiert. Ich habe keine Ahnung, was wir da machen müssen. Ob wir die angucken müssen, ob wir, was weiß ich. Ich habe keinen Plan. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Und jetzt spawnt der Clown. Ich sehe es schon. Ich sehe es kommen. Wie schön leise das wieder ist, ne? Hallo. Hallo. Ach komm, ernsthaft? Scheiß mir in die Hose. Und was ist das Ziel? Ich glaube, die Nacht zu überleben. Du bist als Pizzabote angerufen worden, hinzukommen und eine Pizza zu liefern und dann fiel die Tür zu und du kommst nicht mehr raus. Keine Ahnung, so, frage ich nicht. Es ist ein 0815 Horror-Jumpscare-Spiel. Ich habe keine Ahnung. Wir haben 1 Uhr, um 12 Uhr fängt's an und jetzt sind wir schon mal 1 Uhr und ich glaube, ab 3 Uhr geht dann die Runde los mit der dritten Puppe und ich habe keine Ahnung, was wir bei der dritten Puppe machen sollen, ganz ehrlich. Schau mal kurz weg und wieder hin. Die Sau bewegt sich. Welche Sau bewegt sich? Du meinst Emily? Der war da. Ohne Scheiß, der ist da gerade gespawnt. Ohne Scheiß, direkt vor der Nase. Willst du mich verarschen? Die Sau bewegt sich. Du meinst bestimmt Emily. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. Stereo-Stecker. Gott, ich hab so Gänsehaut. Wie gut, dass man mir nicht anmerkt, dass ich angespannt bin bei dem Spiel. Da gehe ich bestimmt nicht rein. Wo? Die bewegt sich nicht. Ich guck's auch an. Ich guck nicht kurz weg und wieder hin. Du kannst selber spielen, wenn du willst. Kannst du gerne, wenn du willst, selber spielen. Lalala. Hallo Emily. Schön, dass du da bist. Keller? Ich gehe nicht in den Keller. Ich gehe nicht in den Keller. Auf keinen Fall. Ja, was soll ich jetzt machen? Ganz ehrlich. Was soll ich jetzt machen? Ach, guck an. Man darf sich nur nicht bewegen. Man kann ihn ruhig angucken. Ach so. Nur nicht bewegen. Waiting for the finger again. Okay. Warum spawnen sie jetzt nicht weg? Aha. Ah, man darf den Clown also doch angucken. Nur man darf sich nicht bewegen. Ach so. Ist ja interessant. Gut, dass wir es rausgefunden haben. Don't stay still. Don't stay still? Ja, also immer das Gegenteil machen. Ja, also wir müssen stillstehen. Oh, wie lange geht denn noch 1 Uhr? Alter, wir haben immer noch 1 Uhr. Ganz ehrlich. Wo? So lang. Alter, das ist voll übertrieben, ganz ehrlich. Das ist voll übertrieben. Alter, 14 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig? Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live Show. Ich hoffe, ich überlebe die Nacht. Jetzt spawnt die wieder woanders, wirst du sehen. Soll das Horror sein? Ja, ist es. Glaub's mir, wenn die Emily oder der Clown dich erschreckt, springst du vom Sofa. Glaub mir das. Dann ist aber Holland in Not. Guck dir einfach die erste Folge an auf YouTube bei mir auf dem Channel, dann weißt du, wovon ich spreche. Wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst, so wie ich gestern, und ich wusste, was ich machen sollte, dann weißt du ganz genau, was los ist. Psst. 2 Uhr. Was hat das Spiel für einen Sinn? Nexus, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist ein Jumpscare-Spiel. Wir müssen hier die Nacht überleben. Und was steht da? Hallo?
Don't run from Chester. Also müssen wir rennen from Chester. Wenn da steht don't run, also nicht rennen, müssen wir rennen. Also wir müssen immer das Gegenteil machen. Okay, wir müssen vor Chester weglaufen. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe Angst. Und die alle drei auf einmal jetzt gleich. Oh nein. Oh Gott. Hilfe. Ich mach schon mal die Tür auf. Falls er jetzt gleich kommt. Ich bin überhaupt nicht angespannt. Überhaupt nicht. Oh Gott. Ich habe auch keine Ahnung, was für einen Sound der macht. Na, mach doch die scheiß Tür auf. Oh. Huha. Ich hoffe, das war richtig. Boah, ist das fies. Boah, das ist so gemein. Du weißt ja nie, wann er wieder weg ist. Und jetzt kommt die Alte gleich wieder. Wie sie sehen. Oh Gott, Alter. Boah, ich bin überhaupt nicht angespannt. Nein, gar nicht. Mach auf, mach auf. Stereo-Stecker in the love. Ist der weg oder ist er nicht weg? Der Drecksack, hast du gesehen? Spawnt er da einfach. Was eine Mistratte. Ich bleib sowieso nur in den Räumen, weil die Räume hier größer sind. Ernsthaft, weil es ist, glaube ich, besser. Aber Emily war schon lange nicht mehr da, ne? Ich meine, ist ganz gut. Haben wir wenigstens ein bisschen Zeit. Ich habe noch nie so Herzrasen gehabt wie jetzt gerade. Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich echt fertig. Kann nicht 3 Uhr werden? Oder beziehungsweise, ja, 3 Uhr? Oder vielleicht 6, damit wir nach Hause können? Ich gehe immer im Kreis. Alter, oh. Die kommt jetzt. Ja, ich glaube auch. Ja, was heißt kommen? Die erscheint, ne? Dieser kleine Drecksack. Geh weg, stinkst nach Magie. Und nach Moschus oder nach nasser Hund. Ich habe keine Ahnung. Lass mich in Ruhe, ihr Scheißviecher. Es ist so ein sinnloses Spiel eigentlich. Ne? Man rennt irgendwie vor so Puppen weg. Und ich bin ja sowieso so ein Freund von Puppen. Ihr wisst es ja. Seit The Evil Within weiß ich, Puppen sind kein gutes Zeichen in Horrorspielen. Sie haben wie so ein Weihnachtsmann, ne? Ho, 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 ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Es gibt wieder Geschenke. Ja, ja. Stereo-Stecker. In the love. Wieso ging die Tür jetzt automatisch offen? Ich will es gar nicht wissen. Ich weiß, ein bisschen dämlich ist. Wow. Hast du gehört, wie nah der war? Alter, der Drecksack, der läuft. Boah. Huha. Was war der? Wo?
Hast du gesehen? Man muss nicht mehr machen, als vor dem Wechsel. Alter, hallo? Sperr mich doch einfach mal ein. Ich glaube, das ist Sinn des Spiels. Ich sehe nichts. Wow. Ich weiß es nicht. Ich meine, man muss einfach wegrennen, weil mehr kann man ja nicht machen. Man kann hier die Zettel lesen, tralala, man kann in den Keller gehen, da wo das eine Vieh ist. Aber ganz ehrlich, ich will da nicht mehr hin. In den Keller. 3 Uhr. Emily kam nicht. Alter. Ich weiß es nicht. Es kann sein, dass es nur Sinn des Spiels ist. Ich weiß es selber nicht, aber Gott sei Dank. Oh, 3 Uhr. Wie lange soll es noch gehen? Ich will hier raus. Hier ist die Eingangstür. Warum kann ich hier nicht einfach rausgehen? Oh Gott. Hast du gesehen? Wow. Da spawnte der einfach da gerade. Alter. Willst du mich verarschen? Ich glaube, das wird... Ich glaube, das wird um Runde wird das schlimmer. Na toll, Licht aus, super. Mach Licht an. Ja, Stereo Love. Ja. Was, wo? Wo? Wo ist Emily? Das war fies. Geh weg! Geh weg, sag ich dir. Hallo? Hallo? Oh Gott sei Dank. Alter. Boah. Also ich glaube, es ist eine gute Idee, in den großen Räumen zu bleiben. Weil ganz ehrlich, bei den schmalen Gängen und so ist es, glaube ich, nicht so von Vorteil, wenn man da stecken bleibt. Bi, 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 bi. Ja. Mach die Tür auf. Alter, hast du gesehen? Die Drecksau. Alter, warum spiele ich das eigentlich? Die Tricks. Also jetzt geht das Spiel richtig ab. Ich, mach mir schon in die Hose. Oh, schon wieder Licht aus. Komm, ernsthaft. Ich bin gespannt, wenn alle drei... Ja, ist ja gut. Wenn alle drei auf einmal kommen. Was machst du denn dann? Weil wegrennen kannst du nicht. Emily musste stehen bleiben und angucken. Alter, was? Der kleine Drecksack. Hurra. Wieso machen immer Licht aus? Lass das Licht an. Es ist viel schöner im Hellen. Was? Wo? Wehe, jetzt kommt der Renner gleich da an. Der spawnt bestimmt da hinten im Raum. Da oben. Da spawnt er bestimmt gleich. Willst du sehen? Oh. Bei Flexi läuft eine Dauerschleife, hast du gesehen? Ist auch so. Oh, Gott sei Dank. Mein! Ich habe Angst, wenn der uns erwischt, ne? Das ist... Was ein Drecksack. Ich will das nicht mehr spielen, ganz ehrlich. Ich warte nur auf den Moment, wenn wieder so ein Schocker kommt. Oh komm, die Runde muss aber bald mal zu Ende sein. Ernsthaft jetzt. Komm. Oder Lieblingsspruch. Kann auch sein. Hast du gesehen? So. Bzz. Ernsthaft jetzt, ey, komm. Alter, 15 Zuschauer gucken sich das an.
Wie hier. Ha, huha, huha, wo, 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 wo? Wo ist Emily? Boah. Boah, war das knapp. Ich warte auf jeden Moment, dass irgendein Schocker kommt. So ein Jumpscare, so. Weil das Spiel ist mega laut und man kann es nicht leiser machen. Das ist so laut. Es tut mir leid. Hä, was? Mach Licht wieder an, willst du mich verarschen? Hä? Nein, an. Ach komm, 3 Uhr muss doch bald rum sein. Wie lange soll das echt bis 6 Uhr dann gehen, oder was? Ernsthaft? Na, Weihnachtsmann, hast du mir Geschenke mitgebracht? Oh, wow, wow. Wo, 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 wo? Emily, da. Komm her, Emily. Lass mich dich angucken. In deinem schönen schwarzen Kleid. Was machen die jetzt, wenn der Rennaffe kommt? Weil ich muss sie angucken. Das wäre total unfair jetzt. Und von die lange Runde, die geht extra lange jetzt, nochmal machen. Boah, da hätte ich keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, da, nein. Das würde ich auch nicht nochmal machen. Wenn ich das jetzt verkacke, nein. Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Ach komm. Das ist jetzt ein Schlag. Was? 45? Hä, was? Was muss ich denn machen? Was? Alter, ich krieg ein halbes Herzlawasser hier. Warum lief denn da jetzt ein Timer? Ich kann nicht mehr. Alter. Okay, Horror. Ja, hast du jetzt gesehen? Das ist Horror. Und dann total übertrieben, überhaupt nicht laut. Oh, ich bin halb... Boah, ist mal die Kackwurst nach oben geschraubt. Was soll ich denn bitte da machen? Da läuft ein Timer komisch und irgendwie, ah ja, tralala und hier und da. Wo soll ich denn hin? Oder soll ich jetzt in den Keller? Ich habe keine Ahnung. Oh, komm.